Nur ein ganz kurzes Lächeln gestattet sich der neue DGB-Chef. 93% der Stimmen für Rainer Hoffmann. Er weiß wohl um die Schwere seiner Aufgabe, den Gewerkschaften in Deutschland und Europa wieder mehr Einfluss zu verschaffen. Aber Hoffmann will das auf jeden Fall mit Schwung angehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke euch für das absolut tolle Ergebnis. Ich versuche alles zu machen, um eure Erwartungen einzulösen. Herzlichen Dank, ich nehme die Wahl an. Hoffmann war bislang vor allem auf europäischer Ebene als Gewerkschaftler aktiv. Genau da will er ansetzen. Arbeitnehmerrechte lassen sich künftig vor allem international durchsetzen, so sein Motto. In Deutschland will Hoffmann die Tarifautonomie stärken. Doch dazu brauchen die Gewerkschaften wieder mehr Mitglieder. Hoffmanns Vorgänger Michael Sommer war 12 Jahre an der DGB-Spitze. Eine harte Zeit. Er freut sich mit Hoffmann. Ich wünsche ihm auch, dass er, ich sag mal, das, was er sich vorgenommen hat an gestalterischer Arbeit, machen kann, ohne dass ihm was dazwischen kommt. Sie wissen, die Ukraine ist eine schwierige Situation. Wir sind nie gefeit vor Konjunkturkrisen. Ich hoffe, dass ihm das alles erspart bleibt. Ein frommer Wunsch, aber die große Mehrheit für den neuen Chef ist schon mal ein guter Start.